So. Ja, das ist, man muss sich bei den Drachen muss man erstmal darauf achten, dass die ja hauptsächlich erstmal nur Nahkämpfer sind. Du erhältst Relikt des Nordens. Dieser ausgezeichnete Jagdbogen besteht aus reinem weißen Birkenholz. Der blaue Griff ist mit Golddraht umwickelt und seltsame Schriftzeichen winden sich an dessen Enden. Möglicherweise eine der vielen Sprachen aus den Stadtstaaten im Norden. Das normannische Symbol der Cat-Familie ist auf eine Seite gemalt. Ein Zeichen dafür, dass der Bogen mit dem Stamm nach Süden reiste. Ausrüsten. Okay, dann gucken wir gleich mal. 19. Also 19 Schaden macht das gute Stückchen. Ja. Dann werden wir das hier gleich mal Ketter geben. Und dann gehen wir hier mal unsere Bögen einfach mal eine Runde weiter. So, und die Holzbögen, die können wir komplett verschrammen. Die brauchen wir gar nicht mehr. Zurück zur Karte. Und dann gehen wir hier mal ins Krankenhaus. Sagen doch glatt mal betreten. Und Waffen verkaufen. Okay, das können wir auch verkaufen. Boom. Verkaufen. 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 Stäbe. Verkaufen. Verkaufen. So. Dann hätten wir jetzt hier das ganze Zeug erstmal verkauft. Und jetzt haben wir 14.000 Zeug, ja. Also 14.000 Kram. Nicht Zeug, sondern Kram heißt es ja hier. Was haben wir hier? Da bekommen wir nochmal 3.000 Kram. Was bekommen wir hier? Rehabilitation der Ehre. Okay, machen wir erstmal peu à peu. Fangen wir erstmal mit dem hier an. Hier haben wir... Ach, Würmer. Okay. Okay. So. Ziemlich zentral stellen, ne, die Leute. So, jetzt haben wir hier ein schönes Squad-Bogenschützen. Das versucht, das gesamte Unheil hier abzuwenden. Der Vorteil ist ja wirklich bei diesen roten Soldaten oder bei diesen roten Ghulen, dass sobald die schlagen, dass die dann langsamer wieder werden, ja? Okay, soweit können die schießen. Ich war mir nämlich jetzt unsicher, wie weit die Bogenschützen da schießen können. Aber okay, jetzt habe ich eine Ahnung. Oder besser gesagt, ein Gefühl dafür, wie weit die schießen genau. Das ist hier unser Last Man Stand mit dem AOE-Move. Jetzt müssen wir unsere Bogenschützen einfach nur upgraden. Nach und nach und nach und nach. So. Na bitte. Der Zauberer, der macht echt einen richtig guten Job. Ja, sobald die hier in den Nahkampf gehen, übernimmt der Zauberer und haut dann hier auf alle ein. Geil. Also, somit Level gemeistert. Schnellschuss. Und hier machen wir auch den Schnellschuss.
Der macht weiter Rüstungsbrechen, weil wir brauchen unbedingt Rüstungsbrechen. Eifer, yes, jetzt haben wir es. Eifer. Ich weiß es bloß nicht, ob der jetzt unsere Leute auch schon mit ab speziell oder spezial Angriff heilen. Ziele innerhalb von 2. Okay. So, weil ich weiß bloß, dass der auf alle Fälle unsere Leute mit verstärkt hat. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das schon da mit drinne steckt, weil hier steht ja auch nochmal, fügt begeistern, Eifer hinzu. Feinde fügen für eine kurze Zeit mehr Schaden zu, aber das ergibt gar keinen Sinn. Also ich glaube, da ist einfach nur ein Übersetzungsfehler gewesen, dass unsere Leute den Feinden mehr Schaden zufügen. So, was war hier noch zu holen? Verräterharnisch, okay. Aber hier, das sind alles Rüstungstypis. So. Deswegen gucken wir mal erstmal, ob wir hier so ein bisschen was Kleineres haben. Wie zum Beispiel Rehabilitation der Ehre, ja. Also das ist eine. Ich bezweifle, dass wir das Ding hinkriegen werden. Aber nun gut. So eine Scheiße. Also, das ist für mich echt noch so eine. Ich weiß gerade gar nicht. Sehen wir hier eine Stärke? 113. Okay. So, jetzt muss ich mal einfach neugierig, wie ich bin, mal austesten, was passiert, wenn wir jetzt Marcos hier einfach mal daneben stellen. Einfach mal upgraded. So. Dann hier unseren Zampano da nehmen. Am besten auch auf der 4. So, und dann Ketter da nehmen. Also da macht er zu viel Damage. So. Weil die Überlegung von mir war jetzt, ob wir da nicht diesen Magier da hinstellen können und dann unter anderem die ganze Zeit einfrieren. Aber die machen einfach viel zu viel Damage. So, man müsste jetzt wirklich darauf gehen, dass man die irgendwie aus der Distanz killt. Selbst das kriegen wir nicht hin. So, Moment. Nee,
Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kann man nicht machen. So. Stärksten ein. Genau. Das ist jetzt echt eine Variante. Moment. Bringt uns das denn überhaupt was? Die machen 60. Die machen 86. Okay, okay, okay. Meine Überlegung ist nämlich jetzt, was passiert, wenn wir die Großen töten? Die werden ja immer schneller. Die werden ja immer schneller. So. Deswegen, ich glaube, das bringt uns eigentlich auch herzlich wenig. Wenn wir da die Großen töten. Wir müssen die Anfälligen töten. Scheiße, Alter, was haben die für eine Reichweite? Haben die für eine Reichweite? Wir könnten natürlich, das ist jetzt noch so eine Überlegung von mir, ein bisschen mit unseren Bogenschützen ja, wie soll ich sagen, halt ein bisschen die Gegner bemogeln. Und zwar ganz einfach auf die Reichweite zu setzen von unseren Was ist denn da los? Echt? Auf die Reichweite unserer Bogenschützen zu setzen, indem wir jetzt einfach mal hier Schlacht beenden sagen und dann in unsere Gruppe reingucken. Hier, Gruppe. Wir haben ja ungefähr fast 20.000 Kram, dass wir jetzt hier beispielsweise bei Ketter einfach mal sagen, zurücksetzen. So, das kostet uns 750. Dass wir jetzt sagen, hier Scharfschütze, Wahrscheinlichkeit, tiefgehende Schuss, für Bluten. So. Okay. Dass wir jetzt hier unter anderem die Reichweite ein wenig noch erhöhen. So. Dass wir das jetzt erstmal so gestalten. Und dasselbe Spielchen machen wir jetzt auch bei ihr. Zurücksetzen. Zack, zack, zack. Na, ne. Zack, 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 zack. Ach so, so weit kommt es noch gar nicht. Ah, schade. So. Mann, dann machen wir es halt. Wie haben wir es jetzt bei ihr? Ja, das war reichweitenmäßig halt ihr jetzt nichts nachstehen. So. Ablenkzeit. Ja, okay. Machen wir so. Probieren können wir es. Also so teuer war es jetzt ja auch nicht. Okay, Kampf. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ernsthaft. Was war denn das jetzt?
Moment. Schlacht beenden. Jetzt habe ich den normalen Modus, ach nee, fortgeschrittenen Modus gestartet gehabt und nicht den Heavy Multi Mega Modus, ja. Sagen wir erst nochmal den Leutchens. Achtung, Freunde, hier schießt auf das verwundbare Zeug.